Hallo, willkommen hier wieder zur Vorstellung der Kandidaten für die Abgeordnetenhauswahl am 26. September. Diesmal mitten aus Kreuzberg, hinter mir das Haus Bethanien und bei mir Sevim Aydın hier aus Kreuzberg. Sie sind hier groß geworden, also sozusagen, ja, ist das hier Ihr Kiez. Willkommen. Willkommen, vielen Dank. Ja, das ist Ihr Kiez. Man hört es an dem Namen, klar, Sie haben türkische Wurzeln, aber Sie sind hier in der Gegend groß geworden? Ja, genau. Also ich bin in der Naunenstraße groß geworden. Ich habe die Heinrich-Zille-Grundschule besucht. Ich habe mein Abitur an der Karl-von-Ossietzky-Schule abgelegt und auch Studium habe ich alles in Berlin abgelegt. Also ich bin eine waschechte Kreuzbergerin und Berlinerin. Ja. Wohnen Sie immer noch hier oder ist das nur Ihr Wahlkreis? Das ist mein Wahlkreis. Ich wohne noch, also nicht an der Grenze direkt. Also fast sozusagen. Ich bin am Engelbecken. Ja. Also ich wohne am Engelbecken. Ich bin hier vorher so ein bisschen durch die Straßen gegangen. Sie haben es hier nicht so leicht, glaube ich. Also da lagen so ein paar Plakate von Ihnen, von Frau Giffey, von CDU-Kandidaten auf der Straße. Ich glaube, das ist hier ziemlich grün, oder? Das ist ziemlich grün, das macht aber nichts. Also abgesehen davon, dass wir hier im Park sitzen, sowieso gerade grün. Ja, es ist grün, aber das macht nichts. Ich kämpfe trotzdem und ich denke auch, dass ich eigentlich nicht so schlechte Chancen habe. Ich glaube, die Stimmung für die Grünen kippt gerade so ein bisschen, auch im Bezirk. Ob man den Wahlkreis direkt holt, schwierig, aber wir werden schauen, was dabei rauskommt. Sie kämpfen ja nicht nur des Kämpfens willen, um ins Abgeordnetenhaus zu kommen, sondern Sie kämpfen wofür? Also ich trete ein für Bildung, Arbeit und Wohnen. Also das sind drei Themen, die ich für mich so festgelegt habe. Das hat dann natürlich auch mit meinem Hintergrund ein bisschen zu tun. Bildung deshalb, ne? Ich bin mit 6 Jahren hier nach Deutschland gekommen. Ich habe in der Regelklasse angefangen, in der Ausländerklasse, damals hießen die Ausländerklassen. Ja, und dann in die da konnten Sie noch nicht mal Deutsch, ne? Da konnte ich nicht mal Deutsch, also tatsächlich ist das mit einer Vielzahl von Schülerinnen, wo ich kein Wort Deutsch sprechen konnte. Und ich habe gemerkt, dass gemeinsames Lernen einfach, also auch eben die Mischung, ne, der sozialen Schichten und so, mich selber vorangebracht hat. Und da haben mir auch auf jeden Fall auch Lehrer sehr stark geholfen, weil ich komme aus einem bildungsfernen Haushalt. Insofern, meine Eltern konnten mich nicht so nicht unterstützen, aber was für sie ziemlich wichtig war, dass wir wirklich studieren und fortkommen. Und ich habe vor allem natürlich von der Bildungspolitik der 70er Jahre profitiert. Das hat ja die SPD vorangebracht. Also ich habe halt mein Abitur schon natürlich an einer Gesamtschule abgelegt. Und das war ein Vorteil für mich, dass ich mit diesem abgestuften Verfahren natürlich auch mein Abitur erlangen konnte und dann auch studieren konnte. Mhm. Sie haben gerade Ihre drei Themen genannt, Wirtschaft, Wohnen und was? Nein, Arbeit, habe ich gesagt. Arbeit, Wohnen und Bildung. Bildung war es. Mhm. Wenn man sich jetzt die anderen Kandidaten so anguckt, irgendwie ist das bei allen gleich. Also irgendwie Bildung haben wir alle dabei, Wohnen haben sowieso alle dabei. Bei vielen ist dann noch Verkehrswende dabei, auch bei Ihren Kollegen. Also eigentlich wollen doch alle das Gleiche. Naja, das Gleiche, es stimmt, aber das sind auch die wichtigsten Themen. Also Verkehrswende ist auch ein Thema, was uns beschäftigt. Und ein anderes Thema, was Kreuzberg sehr stark betrifft, auch ist wirklich die Sauberkeit der Spielplätze, Grünflächen, die Sicherheit. Also mir ist es wichtig wirklich, dass man auch, also wir haben ja auch dieses BSR-Programm schon durchgesetzt, aber dass es auch flächendeckend jetzt auch angewendet wird, weil es wirklich zu einem, also die Vermüllung auch in unserem Bezirk wirklich zu einem großen Problem wird. Und auch für Sicherheit müssen wir natürlich sorgen, weil dieses Sicherheitsgefühl der Menschen müssen wir wirklich auch in Kreuzberg stärken. Wenn sie sich am Kotti aufhalten, Görlitzer Bahnhof, also das sind Themen, die wir wirklich in der nächsten Legislaturperiode auch anpacken müssen, voranbringen wollen. Naja, nun frage ich mich aber, das müssen Sie in der nächsten Legislaturperiode anpacken. Ich spreche für mich. Ja, Sie müssen das anpacken, aber ich meine, nun ist seit der letzten Legislaturperiode der Innensenator zum Beispiel von Ihrer Partei, Herr Geisel, und andere Abgeordnete sind auch im Abgeordnetenhaus der SPD gewesen. Sie sind an der Regierung, der regierende Bürgermeister, aber wieso haben Sie es nicht schon längst angepackt? Also eins haben wir ja schon gemacht und damit sind wirklich auch die Gewerbetreibenden am Kottbusser Tor auch zufrieden. Diese Kontaktbereichsbeamten, die bringen was. Aber ich denke, dass man das noch erweitern muss. Also zu überlegen wäre wirklich, ob man doch wie am Alexanderplatz eine feste Wache anbringt, damit die Menschen sich da vor Ort auch sicher fühlen. Mhm. Und
Auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch was tun. Ne? Also dieses Housing First war ein Ansatz, also für gegen die Obdachlosigkeit. Ja. Ne? Das muss einfach nochmal verbessert werden und angegangen werden. Und ich finde, also es steht ja auch ein Gesundheitszentrum eigentlich an, was an der Reichenberger Straße angebracht werden soll. Leider hakt das immer noch nicht. Also wir müssen auch dafür sorgen, dass wir die Menschen, die draußen sich aufhalten, in die Räume bringen, damit sie nicht sich auf der Straße aufhalten. Ne? Damit einfach Anwohner sich auch, wenn sie durch die Straßen gehen, sicher fühlen. Also wir müssen einerseits präventive Maßnahmen voranbringen. Und ich finde, repressive und präventive muss Hand in Hand gehen. Also man kann das eine oder andere nicht ausschließen. So kann man vielleicht vorangehen. Also es wäre ein Ansatz von mir, ja, oder mein Wunsch, dass man in dieser Hinsicht was bewegt. Sie haben Cottbusser Tor angesprochen und Görlitzer Bahnhof, Görlitzer Park. Das sind ja ziemliche Drogenumschlagpunkte. Mhm. Die Tage hat ein CDU-Gesundheitspolitiker gesagt, man könnte ja mal drüber nachdenken, Cannabis zum Beispiel in geringen Mengen freizugeben. Mhm. Die Diskussion gibt es ja schon lange, ja, an Drogen freizugeben. Wie stehen Sie dazu? Wäre also das eine Möglichkeit? Weil das verhindert ja dann den Schwarzmarkt und verhindert dann, ja, sicherlich auch Kriminalität. Also es steht auch in unserem Parteiprogramm tatsächlich. Ja. Die SPD Friesheim-Kreuzberg hat sich auch dazu bekannt, zur kontrollierten Abgabe von Cannabis. Also steht in Apotheken ja auch, zum Beispiel. Ja, genau, genau. Also es steht auch in unserem, ja, Parteiprogramm. Und selbst Andreas Geisel hat sich auch dazu bekannt und fand das dann auch richtig, weil man dadurch dann natürlich auch Ressourcen bei der Polizei freischaufen kann, um diese Ressourcen woanders auch einzusetzen. Also dieses Modellvorhaben ist auch ein Anspruch auch von uns. Das steht im Parteiprogramm. Und es wäre etwas auch, was ich unterstützen würde und voranbringen würde. Testweise sitzt dann die Fraktion demnächst mal testweise bei der Sitzung und raucht eine Tüte, oder wie? Um zu wissen, wissen Sie, geht. Heißen Scherz. Nein, das nicht. Wissen Sie, ich persönlich, ich habe nicht mal geraucht, ja? Ja. Ganz ehrlich, ich war immer dagegen, weil mich schon der Rauch stört. Ja? Das war auch ein Scherz. Es ist wirklich auch, was ich mich immer frage, ist bei dieser Frage, warum gibt es denn diese Nachfrage nach Cannabis? Also wir müssen auch uns mal Gedanken machen, das ist ja immer eine Nachfrage und Angebot. Naja, also warum rauchen so viele Menschen eben Haschisch oder Cannabis? Worauf ist das zurückzuführen? Naja, da können Sie auch fragen, warum trinkt man Kaffee, warum trinkt man, naja, Wein, warum trinkt man Bier? Aber ich finde, ist halt eine Droge, es ist halt ein Rauschmittel, ne? Ja, aber ich finde, das hat in letzter Zeit wirklich zugenommen. Also ich glaube, dass es auch einfach ein bisschen auch ein Problem der Leistungsgesellschaften wird. Ja, vielleicht ist es auch so eine Art Modedroge oder sowas. So leicht will ich das nicht abtun wollen. Ne? Also ich glaube wirklich, da muss man auch in präventive Maßnahmen viel reinstecken. Da kommt ein Auftrag der Schule zu. Ne? Also ich weiß, dass die Polizei auch da unterwegs ist, um über solche Dinge aufklären. Am besten ist eigentlich, wenn man vermeidet, eben Drogen zu nehmen. Ne? Anstatt sie später zu bekämpfen. Ja, ich habe hier vorne Plakate gesehen in Hauseingängen, die Sie vermutlich selbst da angehängt haben. Sie haben Bürgersprechstunden hier regelmäßig. Ja. Also irgendwo im Bezirk stehen Sie dann so wie üblich im Wahlkampf mit Ihrem Wahlteam. Sie kümmern sich gern um die Anliegen der Menschen. Ja. Was haben die Menschen denn für Anliegen? Ja, kann ich Ihnen erklären. Also mein Wahlkampfaktivitäten bestehen vor allem mit Tür zu Tür. Also ich gehe tatsächlich selber da vorbei und sage, hallo, ich bin Sibim Aydin, ne? Und ich bin die Kandidatin. Und schon mal irgendwo rausgeflogen? Nee. Nein, wirklich. Nee? Also ich war am Donnerstag hier, Waldemarstraße. Es war eine super Stimmung da. Die Menschen freuen sich. Und das Interessante, die kennen mich schon. Und dann, ja, meinen sie, ja, ich habe sie dort und dort gesehen. Also es kommen macht schon sie was einfach aus. So vorbei oder bringen sie Kuchen mit? Ich bringe meinen Flyer mit, ich kläre die Menschen über die Wahl auf, weil ich merke auch, dass es wirklich sehr kompliziert ist für die Menschen, auch durchzublicken. Wir haben drei Wahlen, die Menschen haben fünf Stimmen, ne? Und ich kläre sie wirklich auch darüber auf. Ich habe wenig jetzt, gerade bei Tür zu Tür komme ich wirklich sehr gut an. Und diese Zettel, die Sie gesehen haben, das ist immer so eine Nachkündigung, dass ich dennoch, wenn ich jemanden nicht erreicht habe, natürlich an einem Infostand oder an einer anderen Aktivität hier in Kreuzberg dann ansprechbar bin. Ansonsten habe ich natürlich auch meine Daten, sodass die Menschen immer erreichbar, für die Menschen immer erreichbar sind. Aber was waren so Themen, die dann kamen, also oder Themen, die Leute waren, so, also ja, worum sie sich kümmern sollen? Genau, also Wohnen ist ein Thema tatsächlich.
die hohen Mieten hier in Kreuzberg beschäftigen viele Leute. Und das ist für mich auch verständlich, auch Gewerbetreibende. Ne? Also wir müssen auf jeden Fall echt mal durchbekommen, dass wir auch Mieten, also Gewerbemietendeckel auf Bundesebene, dafür werde ich nicht zuständig sein, nicht direkt, aber dass wir auch Gewerbe schützen, nicht nur Wohnungen. Ich finde es wirklich sehr schade, dass der Mietendeckel natürlich in Berlin gekippt worden ist, aber es ist auch mein Ansatz, wo ich dann sage, wir müssen jetzt, weil die Zuständigkeit ja auf Bundesebene liegt, auf Bundesebene so ein Instrumentarium dennoch schaffen und natürlich für Mieterinnenschutz sorgen. Also, und Neubau, also ohne Neubau werden wir nicht hinkriegen. Na gut, das ist in Kreuzberg wahrscheinlich schwierig, weil es da keinen Platz gibt. In Kreuzberg ist es schwierig, aber man entlastet dadurch natürlich den Markt dann. Ja. Natürlich, in Kreuzberg haben wir wirklich wenig Flächen, um zu bauen. Also es wird nur durch Nachverdichtung gehen. Und da kriegen wir manchmal das Problem, wenn irgendetwas wenn die Sicht, Aussicht nicht mehr schön ist. Dann meckern wieder die Nachbarn. Dann meckern wieder die Nachbarn. Das ist auch ein Problem von Kreuzberg. Ansonsten, weil Sie jetzt mich gefragt haben, welche Themen die Menschen beschäftigt, gerade in Kreuzberg wirklich das Wahlrecht. Ne? Es ist ein Problem für viele Migranten, wenn sie nicht wählen können, obwohl sie seit 50, 60 Jahren hier leben. Aber auch das ist ein Punkt, der quer durch die Parteien geht. Also darüber habe ich mit Linken gesprochen, mit Grünen gesprochen. Da sind Sie sich da nun auch wieder alle einig. Wir in Friedrichshain haben das auch in unserem Wahlprogramm. Wir sind für ein kommunales Wahlrecht. Also ich finde, wenn Menschen hier jahrelang arbeiten, Steuern zahlen, warum sollen sie nicht das gleiche Recht haben wie EU-Bürger beispielsweise? Ne? Also ich finde darin wirklich, es ist für mich ein Problem. Mhm. Und natürlich, weil es mein persönliches Anliegen, ich würde gerne, weil Kreuzberg so viel von Gastarbeitern ja auch beeinflusst worden ist, das Anwerbeabkommen steht ja mit der Türkei und Deutschland noch an. Diese Anwerbepolitik durch so ein Gastarbeiterdenkmal, wenn es in Friedrichshain-Kreuzberg angebracht ist, wäre es ein Anliegen, persönliches Anliegen von mir, weil ich auch ein Gastarbeiterkind bin. Hier ist ja noch Platz auf der Wiese. Wo das wird, werden wir schauen. Aber ich fände es wichtig, wenn man die Leistungen vor allem der ersten Generation mal hier in Deutschland dann würdigt, weil sie einfach auch zum Wohlstand dieses Landes auch beigetragen haben, mit aufgebaut haben. Das gilt auch für Kreuzberg. Also sie haben ja Kreuzberg sehr stark verändert, finde ich, und beeinflusst. Aber man hat ja oft den Eindruck, dass der Kreuzberger, also die Einwohner hier eigentlich wollen, dass alles so bleibt. Ne? Veränderung ist schwierig. Es kommt drauf an, also ich erinnere mich an die Diskussion seinerzeit nicht weit weg von hier. Da sollte irgendwann, oder der ist ja inzwischen auch da, der erste McDonald's in Kreuzberg aufmacht. Das war ein bisschen Revolution, ne? Das war Revolution, aber jetzt in Kreuzberg wird für alles gekämpft und dafür muss dann auch gekämpft werden oder gegen alles gekämpft. Aber das schadet ja nicht, das regt ja die Diskussion an. Also zum Beispiel auch der Google Campus sollte hierher kommen. Auch nicht, ne? Es wird gegen vieles gekämpft. Auf der anderen Seite haben viele Anwohner sich für den Verbleib von Aldi eingesetzt. Also das gibt es auch jetzt mittlerweile in Kreuzberg, ne? In der Markthalle 9, eben, damit man eben eine bezahlbare Nahversorgung hat. Genau. Naja, aber im Prinzip wollen die Leute schon wenig Veränderungen hier. Und da haben sie es dann wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig, wenn sie eben Erneuerung wollen. Also ich finde, die Idee ist sehr gut angekommen, auch in der Bevölkerung, die ich jetzt nun angetroffen habe. Ne? Ja. Was daraus wird, werden wir schauen. Ich werde auf jeden Fall für die Idee kämpfen. Und ich habe auch positive Rückmeldungen auch aus dem Kiez. Es haben sich wirklich Menschen bei mir gemeldet, die die Idee auch sehr gut fanden. Insofern, es wird Diskussionen geben, aber es ist auch gut, dass es diese Diskussion gibt. Dann ist es auch, ne, wenn es öffentlich diskutiert wird, dann wird das Thema angesprochen. Das ist ja, hier auch, ich habe gesehen, der Kandidat der Linken ist auch türkischen Ursprungs, ne? Der Linken, Reza Amiri. Achso, wen meinen Sie jetzt? Ja, genau? Reza Amiri. Also mein Gegenkandidat. Ja. Reza Amiri. Ach nee, der ist eher ägyptisch oder so, ne? Oder persisch, oder sowas, ja. Nein, gut, auf alle Fälle auch mit Migrationshintergrund. Und der Kandidat der Grünen ist auch ein türkischstämmiger Kandidat oder so. Also ist schon sehr migrantisch geprägt, hier auch der Wahlkampf, ja? Aber wir wissen auch natürlich, dass viele Migranten auch nicht das Wahlrecht haben. Ja. Ne? Also ich habe ja das Problem eben geschildert. Aber viele können ja trotzdem wählen. Insofern müssten sie es doch dann relativ einfach haben, wenn ihre ehemaligen Landsleute, sage ich, jetzt sind sie ja Deutsche, aber ist egal, man hat seine Wurzeln, ne? Sozusagen. Haben Sie da mehr Zuspruch?
Als Person, als ich sag mal bei alteingesessenen oder neuen deutschen Mitbürgern? Ja, die Menschen freuen sich natürlich. Und, Frauen also fühlen sich da mehr vertreten oder was? Ja, ja, auch, dass man natürlich, also sie würden schon gern, sie wollen vertreten sein, und wenn es dann auch noch eine Frau wird, dann ist es für sie noch besser. Also es kommt schon gut an, es ist nicht schlecht, dass man halt Migrationshintergrund hat. Und natürlich, aber ich finde, allgemein muss natürlich in der Politik mehr Menschen mit Migrationshintergrund vertreten sein. Da können Sie ja dann in der SPD für werben oder so. Ich weiß jetzt nicht, wie der Anteil aber in der SPD gut. ist, in der Partei. Nee, wir sind gut. Also die SPD hat dieses Jahr 8 Kandidaten mit Migrationshintergrund aufgestellt. Und noch BVV, ne? Ich meinte jetzt Parteimitglieder, aber das... Ja, Parteimitglieder, ich muss sagen... Das wird ja nicht erfasst. Es sind jetzt natürlich sehr viele. Ja. Ich habe keinen Überblick jetzt, was die Anzahl angeht. Aber ich finde, die SPD im Vergleich zu den anderen Parteien ist sehr gut vertreten. Sie haben Arbeit als Thema angesprochen. Was meinen Sie damit? Also nun ist ja Kreuzberg nicht unbedingt, also es gibt hier viele kleine Geschäfte, es gibt hier viele Handwerksbetriebe, es gibt hier Kneipen ohne Ende. Was können Sie für die Arbeit noch tun? Naja, also wir haben ja von Migranten gesprochen, ne? Also ich finde gerade, ich war ja auch beruflich sehr lange in dem Bereich Übergangsschule Beruf tätig gewesen. Mhm. Also das ist der eine Punkt, dass man einfach Jugendliche in Ausbildung bringt. Also ich finde es wichtig, dass wir auch diese Ausbildungsplatzgarantie mal hinkriegen. Das steht bei uns auch im Parteiprogramm. Die andere Geschichte, womit ich auch beruflich mich immer wieder befasst habe, ist die Digitalisierung des Arbeitsmarktes, ne? Die Weiterbildung, die berufliche Weiterbildung. Und ich glaube, mittlerweile ist es ja, das betrifft ja jeden, ne? Das ist nicht nur ein Problem der Migranten. Migranten haben es eher schwer, Zugang zum Arbeitsmarkt. Ja. Aber allgemein wird es ja so sein, wir haben nicht diese typischen Arbeitsverhältnisse mehr. Die Arbeit ist im Wandel und wir müssen uns also alle weiterbilden. Man lernt nicht irgendwo, arbeitet da dann mit 18 oder 20 und geht dann da in Rente. Na gut, das ist schon lange nicht mehr so, ne? Ja, aber das wird jetzt noch mehr verstärkt. Also die Pandemie hat das ja noch mal gezeigt, dass wir auch ein Recht auf Weiterbildung haben müssen und auch in die Weiterbildung der Erwachsenen investieren müssen. Und auch jeder muss sich im Klaren sein, dass er, auch wenn er einen Abschluss hat, ne, also auch Akademiker nach dem Uni-Abschluss ist eigentlich nicht mehr vorbei. Ne? Das ist ja auch einerseits auch gut, auch wenn ich jetzt 10 Jahre in einem Beruf bin und die Möglichkeit habe, was anderes zu machen. Das ist ja auch andererseits ein Vorteil. Nur müssen wir auch dafür sorgen, dass die Menschen während der Arbeit, also wenn ich jetzt berufstätig bin, auch die Möglichkeit habe, mich fortzubilden. Und also das sind so die Punkte, die für mich wichtig sind, weil ich eben auch aus diesem Berufsfeld dann auch komme. Mhm. Nicht nur die Grünen, sondern auch Sie reden ja auch immer, und die anderen Parteien, von Verkehrswende. Jetzt müssen wir mal gucken, war nur ein Schlag. War nur ein Schlag. Ich wollte gerade gucken, wie oft die Kirche jetzt noch. Ja, es war halb. Von Verkehrswende. Wenn ich ehrlich bin, ich bin hier so durch die Straßen gelaufen. Ich habe nicht eine einzige Elektroladesäule gesehen. Also nun kann man drüber streiten, ob Elektroautos der Weisheit letzter Schluss sind oder nicht. Aber inzwischen oder im Moment werden sie ja ziemlich gehypt. Aber ich habe nirgends eine Elektrosäule gesehen. Also wie soll das gehen? Also wir haben ja im Parteiprogramm zu stehen, 20.000 wollen wir schaffen. Ja, hier ist nicht mal einer. Also ich habe zumindest, zeigen Sie mir eine. Wissen Sie eine? Ich habe welche gesehen, aber ich kann Ihnen wirklich den Platz nicht sagen. Ja, also es waren nicht natürlich so viele. Natürlich so viele, dass man genau dass man den Platz, merkt, ja. Dass man die merkt. Es ist klar, also wir haben uns auch in der BVV, wir hatten auch so einen Antrag, dass man mehr die Säulen dafür geschaffen werden. Ich weiß, also Elektromobilität muss vorangebracht werden und auch die Elektrosäulen. Ich weiß, in Kreuzberg sind noch nicht so viele da, aber das muss angepackt werden, wenn man die Verkehrswende hier voranbringen möchte. Ja, und nicht nur Radwege und eben, genau. Ja, Radwege ist in Kreuzberg eher nicht so das Problem, weil hier fahren irgendwie alle Fahrrad. Hier fahren alle Fahrrad, genau. Und die Autofahrer sind der Feind oder so. Nicht immer. Also es gibt gerade wirklich Bevölkerungsteile, die sich auch über diese Veränderungen in Kreuzberg sehr ärgern. Ne? Weil ich finde, eine Verkehrswende muss die Menschen mitnehmen. Mhm. Und ich sage für mich auch, dass ich
das Volk selbst vertrete. Also muss ich auch deren Wünsche mal berücksichtigen. Auch wenn wir die Verkehrswende voranbringen wollen, ist auch mein Ziel. Aber wir müssen das echt in Etappen machen und die Menschen mitnehmen. Wenn wir sie so vor dem Kopf stoßen, dann kriegen wir keinen mit, also nehmen wir keinen mit. Und das ist einfach, finde ich, für die Demokratie auch nicht gut. Das ist dann, wir müssen, dürfen uns dann nicht wundern, wenn Politikverdrossenheit entsteht. Also für mich persönlich ist wirklich immer wichtig, wenn ich etwas voranbringe, auch dass ich die Menschen mitnehme. Vorher mit den Menschen zu reden, ja? Nein, ja, reden tue ich ja sowieso, ja. Das ist ja auch meine Aufgabe. Deshalb nehme ich ja auch ihre Anliegen und Fragen auch mit. Hm. Aber deren Ansicht ist mir auch wichtig. Und das Problem ist in Kreuzberg, wirklich, leider ist es so, dass gewisse Bevölkerungsteile eben ihre Meinungen immer durchsetzen und Menschen, die nicht zur Sprache kommen, eben hängen bleiben. Und wir müssen, wenn wir auch Beteiligungsverfahren zum Beispiel organisieren, dafür sorgen, auch alle Menschen mitzunehmen und auch Methoden finden, die eben mitzunehmen, zum Beispiel durch direkte Ansprache oder aufsuchen und sagen, ja, weil viele kennen sich mit diesen ganzen Verfahren auch nicht aus. Deshalb wundere ich mich nicht, wenn irgendwie plötzlich irgendwie Beteiligungsverfahren da sind und die Menschen sagen, ja, ich wurde aber nicht beteiligt, weil sie das einfach nicht mitbekommen haben. Solche Dinge müssen besser organisiert sein, nach meiner Auffassung. Um Partizipation auch wirklich dann auch die Menschen beteiligen zu können. Ne? Also nun gibt es ja oft genug Beteiligungsverfahren oder auch Bürgeranhörungen oder so, wo am Ende dann trotzdem die Politik macht, was sie will. Also ich erinnere zum Beispiel an die Bergmannstraße, gut, die dann wieder zurückgebaut wurde mit diesen Steinen da. Oder Beispiele in Mitte, Karl-Marx-Allee, da wurde trotzdem die Bürger es nicht wollten. Die wollten da Parkplätze, aber nee, da wurden halt. Aber diese Frage müssen Sie wirklich den Grünen stellen, ne? Ja, die haben die Mehrheit in diesem Bezirk. Aber ich meine, irgendwann könnte dann vielleicht auch mal der Regierende eingreifen oder so. Gut, die Verkehrssenatorin ist auch eine Grüne. Also ja, das Verkehrssenatorin ist die Grüne und der Bezirk wird sehr stark von Grün beeinflusst. Das könnten Sie ja vielleicht ändern. Wie sehen Sie denn die nächste Regierung? Was wäre Ihnen denn lieb? Das nächste Abgeordnetenhaus den Mehrheiten. Ja, also ich würde schon gerne bei Rot-Grün, Rot-Rot oder wie die Konstellation also doch wieder Grün bitte dabei. Ja, wir wissen, also wir müssen, brauchen uns ja nichts vorzumachen. Also es wird ja auf die Konstellation also ankommen. Frau Giffey hat gerade gesagt, sie kann sich vorstellen, mehr mit der CDU zusammenzuarbeiten. Wir werden schauen. Ja, ich komme aus Kreuzberg, ne? Und da ist linke Politik schon angesagt. Also Ihnen ist dann doch eher die grüne Zusammenarbeit oder so wie es jetzt ist, Rot-Rot-Grün. Wir werden schauen, wie die Zusammensetzung ist. Ich persönlich, wie gesagt, bin eher, also auch schon allein, dass ich aus Kreuzberg bin, gibt es eine bestimmte linke Richtung. Ja, und da ist mir eine gewisse Koalition natürlich lieber. Aber wir werden ja auch auf die Zusammensetzung gucken. Jetzt vorab irgendetwas zu sagen, ist schwierig. Ja. Ich bin auch nicht die Einzige, ne? Wir haben gerade keine Glaskugel hier. Ja, vielen Dank schon mal. Und letzte Frage, die ich immer allen stelle. Sie nehmen irgendeine Person aus der Politik, Weltpolitik, Deutschland, die da ist oder mit der Sie vielleicht eingetrunken hätten, die vielleicht nicht mehr da ist. Mit wem wollen Sie gerne eintrinken oder hätten Sie gerne eingetrunken? Also, wenn es eine Person ist, die nicht da ist, dann hätte ich gerne Willy Brandt. Ansonsten gerne Obama. Danke Ihnen. Vielleicht ergibt sich's ja irgendwann. Wer weiß. Vielen Dank, dann viel Erfolg noch und danke Ihnen, dass Sie dabei waren. Tschüss, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.